So, und da sind wir wieder beim Mass Effect. Und ich bin überrascht, dass man das nicht mit dem Xbox-Controller spielen kann. Ist das wirklich so alt? Keine Ahnung. Aber ich denke mal, die nächsten Teile werden das können. Da sind Gegner. Das gefällt mir schon mal nicht. Ach so. Ich habe schon gedacht, was geht denn hier schon wieder ab? Ich habe mir jetzt übrigens, das ist ein bisschen off-topic, eben Borderlands geholt. Also Borderlands 2, die. Was war das? Game of the Year. Ich hatte vorher nur das normale. Sturmangriffstraining. Okay, du willst haben. Ja, Fitness. Und du kriegst Hacken. Falls wir das irgendwann mal gebrauchen können. Bei den Geth könnte man das eigentlich ziemlich gut gebrauchen, denke ich mal. Okay, wir müssen die rauslocken. Kommt raus. Oder sind die dahinter? Ah, die sind da. Ich drück rechts, bin nicht links, Pick. So, und da hinten ist noch. Ich frage mich ja immer noch, wie die vergiftet werden können. Ist ein bisschen unlogisch, meiner Meinung nach. Aber da gibt es bestimmt einen Grund. So, da kann ich nicht mit interagieren, höchstens hiermit und damit. Ach, das war unfair. Kann doch nicht wahr sein, ey. Muss sowieso jetzt erstmal. Ach, du willst mich doch verarschen. Immerhin zeigt er einem das Niedrigste als erstes an. Ich kann ja gerade nichts anderes tun, als das hier zu tun. Hätte man das nicht schneller lösen können? Bisschen viel. Was passiert eigentlich, wenn ich versuche? Nein, kann ich nicht. Ich muss das anscheinend alles wegmachen. Und alles nehmen.
Ich will nichts ausrüsten. Ey. Was hat der denn alles weggerüstet? So. Okay. Jetzt muss ich aber genug haben. Ach ne, ich muss ja vorher noch öffnen. Das war's. Jetzt steht nichts mehr zwischen uns und dem salarianischen Kern. Ja, ist doch gut. Hoffe ich. Ich hätte es aber echt gern mit Gamepad gespielt, das Spiel. Das wäre, glaube ich, cool gewesen. Ich denke mal, im zweiten Teil oder im dritten Teil wird man das können. Hoffentlich. Habe ich nie ausgetestet. Vor allem, weil ich den zweiten Teil nie hatte. Und als ich den dritten hatte, da hatte ich kein Gamepad. Commander. Die Normandie ist an der Basis gelandet, aber es sieht aus, als sitzen wir hier fest. Der salarianische Captain kann alles erklären, wenn sie hier sind. Warum können die eigentlich dahin fliegen und warum muss ich dann hier hinfahren? Das ist ein bisschen dumm. Aber gut, wir schießen halt hier die Gegner ab. Könnten ja nerven oder so. Da ist das, Captain. Sieht aus wie ein Staudamm. Ist wahrscheinlich auch einer. Und was sollen wir jetzt machen? Wir bleiben hier, bis wir einen Plan haben. Haben Sie hier das Sagen? Wie ist die Lage hier? Ich bin Captain Kirahe, drittes Infiltrationsregiment STG. Sie und Ihre Crew sind gerade inmitten einer Gefahrenzone gelandet. Jedes Flugabwehrgeschütz innerhalb eines 10-Meilen-Radius wurde von Ihrer Anwesenheit in Kenntnis gesetzt. Und jetzt? Was sollen wir in der Zwischenzeit machen? Wir bleiben hier, bis der Rat die angeforderte Verstärkung schickt. Wir sind die Verstärkung. Was? Mehr haben die nicht geschickt? Ich sagte dem Rat, sie sollen eine Flotte schicken. Komm, geben wir an. Wir konnten ihren Funkspruch nicht verstehen. Man schickte mich, um dem nachzugehen. Das war doch genau unsere Aufgabe. Ich habe mein halbes Team bei der Untersuchung hier verloren. Und was haben Sie gefunden? Sarens Operationsbasis. Er hat hier eine Forschungseinrichtung errichtet, aber die ist extrem gut gesichert und es wimmelt davon Geld. Was erforscht Saren? Er nutzt diese Einrichtung, um eine ganze Armee Kroganer heranzuzüchten. Wie ist das möglich? Es sieht aus, als hätte Saren ein Heilmittel für den Genophage gefunden. Ich will ihn jetzt mal nicht beleidigen, also frage ich einfach mal danach. Ich weiß zwar, was es ist, aber... Was ist so wichtig daran, diesen Genophage zu heilen? Er war die Lösung des Kroganer-Problems. Nach den Aufständen brachten wir den Genophage mit der Kroganer-Population in Berührung, um ihre Anzahl zu kontrollieren. Ohne ihn würden die Kroganer in Windeseile die gesamte Galaxis überschwemmen und diese Kroganer folgen sahen. Das ist irgendwie alles nicht nett. Die Geths sind schlimm genug, aber eine kroganische Armee, damit wäre er so gut wie unbesiegbar. Ganz genau meine Gedanken. Wir müssen sicherstellen, dass diese Einrichtung und ihre Geheimnisse vernichtet werden. Vernichtet? Wohl nicht. Unser Volk stirbt. Dieses Heilmittel könnte ihre Rettung sein. Wenn das Heilmittel diesen Planeten verlässt, werden die Kroganer unbezwingbar sein. Wir dürfen nicht den gleichen Fehler zweimal machen. Wir sind kein Fehler. Könnte er sich zu einem Problem entwickeln? Es gibt schon genug wütende Kroganer, um die wir uns kümmern müssen. Machen Sie sich keine Sorgen, Captain. Ich mache mir Sorgen. Das ist der Grund, warum ich noch lebe. Warum reden Sie nicht mit dem Kroganer? Meine Männer und ich brauchen etwas Zeit, um einen neuen Angriffsplan auszuarbeiten. Sollten Sie in der Zwischenzeit Nachschub oder Vorräte brauchen, können Sie sich an Commander Rentola wenden.
Er ist in einem der Zelte in der Nähe. Sieht aus, als würde es etwas kompliziert werden. Ja. Ich würde mir nicht solche Gedanken machen, wenn es nicht um Rex ging. Er sieht aus, als würde er jeden Moment durchdrehen. Genug drüber geredet. Okay. Glauben Sie, ich sollte mit ihm reden? Täte keinem weh. Naja, vielleicht doch. Seien Sie einfach vorsichtig. Wegen Rex mache ich mir keine Sorgen. Er wird keine Probleme machen. Wie Sie meinen. Aber ich werde ihn im Auge behalten, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Wo ist denn der hin? Ah. Hört man ja direkt, wo der ist. Nein, nein, ich erschieß dich nicht. Das ist nicht richtig, Shepard. Wenn es ein Heilmittel für den Genophage gibt, dürfen wir es nicht zerstören. Beruhigen Sie sich, Rex. Ich bin hier nicht der Böse. Saren ist derjenige, auf den Sie sauer sein sollten. Wirklich? Saren hat ein Heilmittel für mein Volk gefunden und Sie wollen es zerstören. Helfen Sie mir, Shepard. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen gerade ein wenig. Wieso kann ich nicht Ja sagen? Das ist kein Heilmittel. Es ist eine Waffe. Und wenn man Saren erlaubt, sie zu nutzen, werden sie nicht mehr da sein, Nutzen daraus zu ziehen. Niemand von uns wird das. Dieses Risiko sollten wir alle bereitwillig eingehen. Wir reden hier über das Schicksal meines gesamten Volkes. Wenn Sie mir keinen besseren Grund liefern können, die Hoffnung meines Volkes zu zerstören, dann bin ich fertig mit Ihnen. Ich will ihn nicht erschießen. Ich werde nicht zulassen, dass Sie die Mission gefährden. Das war's dann. Nach all der Zeit bekomme ich nicht mehr von Ihnen? Wieso sehen Sie denn nicht, was das für alle Kroganer bedeutet? Diese Basis darf nicht zerstört werden. Ich werde das nicht zulassen. Was passiert, wenn ich das mache? Töte ich ihn dann? Saren schert sich einen Dreck um diese Kroganer. Für ihn sind es Werkzeuge, Marionetten. Er wird sie vernichten, sobald er keine Verwendung mehr für sie hat. Ist es das, was Sie für Ihr Volk wollen? Nein. Wir waren einst Marionetten des Rats. Zum Dank dafür, dass wir die Rachni auslöschten, haben sie uns alle kastriert. Ich bezweifle, dass Saren so großzügig sein wird. Okay, Shepard. Sie haben sich klar ausgedrückt. Mir gefällt das zwar nicht, aber ich vertraue Ihnen weit genug, um Ihnen zu folgen. Nur noch eine Sache. Wenn wir Saren finden, gehört sein Kopf mir. Ach, doch nochmal geschafft. Nur die dunkle Seite konnte mir dabei helfen. Oh, ich habe keine Dechiffrierung. Was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Wahrscheinlich Bericht erstatten, weil ich habe ja jetzt getan, was die wollten von mir. Danke, dass Sie mit dem Kroganer gesprochen haben. Der Sturm auf Sarens Basis wird auch so schon schwierig genug. Das heißt dann wohl, dass Sie einen Plan haben? Sowas in der Art. Wir können aus dem Antrieb unseres Schiffes eine 20-Kilotonnen-Bombe bauen. Primitiv, aber effizient. Nette Idee. Wenn man das Bömmchen aus dem Orbit abwirft, kann Saren sich von seinem turianischen Arsch verabschieden. Leider ist die Anlage zu gut geschützt dafür. Wir müssen die Bombe an einer zielsicheren Stelle deponieren. Wo muss die Bombe hin? Und wie kommen wir dorthin? Die Bombe muss zur anderen Seite der Einrichtung gebracht werden. Ihr Schiff kann sie absetzen, aber zuerst müssen wir in die Basis eindringen und dort die Flugabwehrgeschütze und Bodeneinheiten ausschalten. Sollen wir zu Fuß da rein? Wir haben nicht genug Männer. Gut. Ich bevorzuge sowieso den direkten Kampf. So einfach wird es nicht werden. Wir haben nicht genug Leute, um sie direkt anzugreifen. Ich werde meine Männer in drei Teams aufteilen und von vorn angreifen. Während wir sie ablenken, können sie sich dann mit ihrem Shadow-Team hinten reinschleichen. Sie werden alle sterben. Gute Idee, aber ihre Männer werden dabei niedergemetzelt. Wir sind zäher, als wir aussehen, Commander. Aber es stimmt. Ich rechne nicht damit, dass viele von uns das überleben werden. Und gerade das macht das, worum ich Sie bitten möchte, nur noch schwieriger. Einer Ihrer Männer muss mich begleiten. So können wir die Teams besser koordinieren.
Wir werden jemanden brauchen, der sich mit den Kommunikationsprotokollen der Allianz auskennt. Ich melde mich freiwillig, Commander. Nicht so schnell, Lieutenant. Commander Shepard wird Sie brauchen, um den Nuklearsprengkopf scharf zu schalten. Ich gehe mit den Salarianen. Mit allem nötigen Respekt, Gunnery Chief. Aber es ist nicht an uns, das zu entscheiden. Woran liegt es, dass jedes Mal, wenn jemand mit allem nötigen Respekt sagt, in Wahrheit leck mich am Arsch meint? Ich frag immer. Wer ist für die Mission am geeignetsten? Beide wären geeignet, Commander. Beide scheinen bereit zu sein, wenn nötig, ihr Leben zu opfern. Obwohl ich hoffe und davon ausgehe, dass das nicht nötig sein wird. Wenn der kleine Junge spielen will, dann lass ihn spielen. Sie begleiten den Captain. Ich will keine Klagen hören, verstanden? Zu Befehl, Commander. Ich werde veranlassen, dass die Bombe an Bord der Normandy gebracht wird und Ihre Crew mit der Detonationssequenz vertraut machen. Haben Sie noch Fragen, bevor wir gehen, Commander? Gut, dann los. Ausgezeichnet. Dann entschuldigen Sie mich bitte, ich muss meine Leute vorbereiten. So soll's sein. Machen Sie keine Dummheiten, wenn ich weg bin, Ash. Das gilt auch für Sie, Commander. Wir werden es schon schaffen, LT. Ja, ich... Viel Glück. Die Situation ist gefährlich. Halten Sie die Augen offen und machen Sie sich auf alles gefasst. Darauf können Sie wetten, Commander. Sie alle kennen die Mission und wissen, was auf dem Spiel steht. Mittlerweile würde ich jedem von Ihnen mein Leben anvertrauen. Aber ich habe auch gerüchteweise von Unzufriedenheit gehört. Ich teile Ihre Besorgnis. Wir wurden für die Spionage ausgebildet. Würde die Angelegenheit nicht unter Verschluss stehen, wären wir sogar Helden. Ruhm und Ehre im Kampf werden uns nicht vergönnt sein. Denken Sie an unsere Helden. Den Leiseträger, der eine ganze Nation mit einem einzigen Schuss gerettet hat. Oder den Allwachsamen, der ganze Armeen mit geheimen Fakten ins Unglück gestürzt hat. Diese Legenden können uns hier zwar keinen Trost spenden, aber sie sind mit uns auch nicht vergleichbar. Vor dem Netzwerk gab es die Flotte. Vor der Diplomatie waren sie Soldaten. Unser Einfluss hat die Rachni gestoppt, aber davor waren wir es, die die Stellung hielten. Unser Einfluss hat die Kroganer gestoppt, aber davor waren wir es, die die Stellung hielten. Unser Einfluss wird Saren stoppen. In der heutigen Schlacht werden wir die Stellung halten. Viel Glück, Commander. Ich hoffe, wir werden uns wiedersehen. Okay. Altes Team. Auf jeden Fall. Komm, Jack. Können Sie mich hören, Commander? Klar und deutlich. Gut. Wir beginnen unsere Offensive. Wir versuchen es bis zu den Flakgeschützen zu schaffen, aber möglicherweise müssen Sie den Rest erledigen. Und Commander, wenn Sie eine Möglichkeit sehen, deren Verteidigung zu umgehen, wären wir für jede Hilfe dankbar. Ich mach's wieder auf meine Art. Wiederhole, Shadow ist am Boden. Lieutenant Alenko mit dem Ego-Team, Manowai, Jaco-Team, los. Wird Zeit, auf uns aufmerksam zu machen. Versuch mal da hinten zu treffen. Kann ich denn schon mal ihre Schilde vorher abschießen? Da kommt nämlich bestimmt was. Seid ihr, ey. Das Manowai-Team steht unter Beschuss. Wir können die G-Türme nicht erreichen. Sie sind außer Reichweite. Dahinter ist einer. Da oben. Hier denn? Auf jeden Fall eine leichte Dechiffrierung.
Das war unfair. Ich kann es nicht mitnehmen. Langsam nervt mich das. Aber ich würde erstmal sagen, das wär's für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich werde in der Zeit hier erstmal das Inventar ausmisten. Ciao.